Im deutschsprachigen Raum wird zuletzt häufig über die exponentiell ansteigende Bilanz der EZB gesprochen, was dazu führen kann, dass eine Hyperinflation auftritt oder dass Länder bedient werden, die am Ende pleite sind und deswegen das ganze System kollabieren könnte und die Euro-Wirtschaftszone schwer in Leidenschaft gezogen werden kann. Dabei sind wir der Meinung, dass es einen deutlich gefährlicheren Schuldenberg gibt, der zu einer weltweiten Finanzkrise führen kann und USA, Europa und die gesamte Weltwirtschaft mit in Leidenschaft ziehen kann. Hier spreche ich von den immensen Schulden der Schwellenländer, die natürlich das Potenzial haben, das Bankensystem weltweit ins Wanken zu bringen. Und in dieser Ausgabe sprechen wir miteinander darüber, was sind das eigentlich für Schulden, die diese Schwellenländer haben? Und ist das so, dass wir vor einer Finanzkrise stehen aufgrund der Schulden der Schwellenländer? Oder ist es so, dass aufgrund des niedrigen Dollars die Schwellenländer die Möglichkeit haben, in den kommenden Jahren extrem stark zu wachsen und sogar teilweise an ihren Schuldenbergen zu arbeiten und die großen Gewinner der Corona-Pandemie zu sein? Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Wir haben bereits im Jahr 2018, als alle darüber gesprochen haben, dass in den USA jetzt eine Rezession kommen könnte, darüber gesprochen, dass wir nicht glauben, dass die USA in eine Rezession gehen wird, sondern wir haben darüber gesprochen, dass die steigenden Zinsen in den USA und die Tatsache, dass die Fed zwischenzeitlich die akkumulierende Geldpolitik aufgegeben hatte, eben für die Schwellenländer extrem gefährlich geworden ist. Und wir hatten gesagt, wenn es denn zu einem Crash kommen sollte, dann glauben wir, dass diese Blase eher am Rand platzen wird. Denn wir hatten schon im Jahr 2018 die unglaubliche Zahl, dass Schwellenländer 11% ihres jährlichen BIPs allein in US-Dollar an Schulden hatten. Und wenn ich sage allein in US-Dollar, dann haben sie auch noch Schulden in der eigenen Währung, dann haben sie Schulden in Euro, dann haben sie Schulden in andere Weltwährungen, die es gibt. Und deswegen hat man gesehen, dass die Schwellenländer anfingen, shaky zu werden aufgrund des immer stärker werdenden US-Dollars. Man muss sich bitte einmal die Zahl auf der Zunge zergehen lassen. 2018 hatten die Schwellenländer Schulden in Höhe von 55.000 Milliarden US-Dollar. Ich nehme das Video jetzt gerade schon das zweite Mal auf, weil die Zahl so groß ist, dass ich vorhin schon gesagt habe, 55 Milliarden US-Dollar. Und es ist mir eingefallen, es ist ja noch eine 1000 dazwischen und dass ich das vergessen habe. Jetzt muss man bitte sich auch darüber im Klaren sein, dass diese Länder, um die Schulden in Dollar zu bedienen, natürlich nicht ihre eigene Währung abwerten können. Denn in dem Augenblick, in dem sie die eigene Währung abwerten, wird ja der Dollar noch stärker und deswegen werden die Schulden noch größer. Jetzt ist es aber auch so, dass laut neuesten Studien die Schuldenberge in den letzten Jahren so schnell und so sehr und so in der Breite angestiegen sind, wie seit 5 Jahrzehnten nicht. Selbst in der Krise der 70er Jahre, als die südamerikanischen Länder so stark betroffen waren, sind die Schuldenberge nicht so stark angestiegen prozentual wie aktuell. Und dann muss man noch dazu sagen, diese Schuldenberge betreffen mittlerweile ja nicht nur die Schwellenländer, sondern auch bei den entwickelten Ländern sehen wir, dass die Schulden zuletzt um 54% angestiegen sind und selbst die sogenannten entwickelten Länder, also zum Beispiel in Europa, im Durchschnitt einen Schuldenberg haben im Vergleich zum jährlichen Bruttoinlandsprodukt von 105%. Das heißt, Schulden werden immer größer. Viele Länder gehen davon aus, dass aufgrund der niedrigen Zinsen sie in der Lage sein werden, das sehr gut zu refinanzieren. Jetzt muss man über eines vielleicht sprechen. Bei wem haben eigentlich diese Länder ihre Schulden? Ja, es gibt auch Kredite vom Internationalen Währungsfonds oder es sind auch Anleihen, die zum Beispiel von den entsprechenden Zentralbanken gekauft werden. Aber die meisten Schulden, gerade von den Schwellenländern, diese Länder haben ihre Schulden bei den Großbanken, bei JP Morgans, bei Goldman Sachs, bei Bank of America und so weiter und so fort. Und in dem Augenblick, in dem diese Schwellenländer ihre Schulden nicht bedienen können, dann haben die Banken ein echtes Problem, weil sie dann nämlich Abschreibungen tätigen müssen. Und worüber man sich aus meiner Sicht auch im Klaren sein muss, wenn wir zum Beispiel nach Brasilien schauen und sehen, in Brasilien
gibt es im Moment sehr, sehr hohe Sozialabgaben. Würde man sagen, das ist ja total positiv für die Menschen, die dort leben. Jetzt muss man nur eins wissen, das führt dazu, dass das Land sich immer stärker verschuldet. Und wenn man sich immer weiter verschuldet, kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, indem man nicht mehr in der Lage ist, die Zinsen zu tilgen, die Schulden zu tilgen, und dann wird man zahlungsunfähig. Und wenn man zahlungsunfähig ist, dann kommt natürlich wieder der internationale Währungsfonds, dann kommen kommt die Politik aus der gesamten Welt zusammen mit den Gläubigern, und dann gibt es einen Schuldenschnitt, dann gibt es zusätzliche Kredite, und dann wird dem Land geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Allerdings diese Hilfe, dass das Land auf die Beine kommt, bedeutet gleichzeitig, dass die Gläubiger dann anfangen, Forderungen zu stellen. Man hat das bei Griechenland gesehen. Okay, ihr bekommt Kredite, wir lassen euch einen Teil eurer Schulden, aber, und dann geht das los. Okay, ihr dürft nicht mehr so und so viel mehr prozentual des BIPs jährlich Schulden machen. Ihr müsst so und so viel jährlich zurückzahlen. Das heißt, das Land wird gezwungen zu sparen. Und wo wird denn gespart? Bei den Sozialabgaben. Und am Ende sind dann doch die Menschen die großen Verlierer. Deswegen ist es auch so, dass immer wieder, auch zuletzt, der Internationale Währungsfonds davor warnt, dass diese Schuldenberge immer größer aufgebaut werden, auch und aufgrund der Corona-Pandemie. Und zuletzt hat man auch gesehen, dass nicht nur EZB, sondern entsprechend auch wieder der Internationale Währungsfonds davor warnt, dass die Erholung im Moment deutlich langsamer vonstatten geht. Verzeihung. Das heißt, wir haben eine Region wie zum Beispiel Südamerika, wenn wir von Brasilien oder Argentinien sprechen, Schwellenländer mit einer sehr hohen Verschuldungsquote. Das sind auch Länder, die durchaus stärker von Covid-19 betroffen sind. Und wir sehen keine so starken Wachstumszahlen, was die Wirtschaft angeht. In Afrika haben wir eher ein gemischteres Bild. Da gibt es teilweise Wachstum, gerade Zonen, in denen, oder Länder, in denen China investiert. Allerdings gibt es dort auch eine höhere Verschuldungsquote. Und dann gibt es den asiatischen Raum. Und zwar spreche ich hier nicht vom vorderen und mittleren Asien, sondern vom asiatisch-pazifischen Raum. Dort sehen wir Folgendes. Während zum Beispiel in Europa die meisten Länder, wie zum Beispiel in der Eurozone, die größeren, wie Frankreich, wie Spanien, wie Italien, Schuldenberge im Vergleich zum BIP haben, jenseits der 100%, und die Eurozone insgesamt eine Schuldenquote von 95% des jährlichen BIPs hat, haben viele Länder aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wenn man sich nur die Schulden der jeweiligen Regierungen anschaut, eine durchschnittliche Schuldenquote von etwa 50%. Das heißt, diese Länder haben eigentlich eine deutlich niedrigere Schuldenquote im Vergleich nicht nur zu den anderen Regionen der Schwellenländer, sondern sogar im Vergleich zur Eurozone. Und was gleichzeitig auffällt, ist, dass im asiatischen Raum das Wachstum sehr stark ist. Also wir sehen Länder, die im Jahr 2019 Wachstumszahlen gesehen haben von bis zu 7% des jährlichen BIPs. Und selbst wenn man in diesem Raum zum Beispiel China rausnimmt, haben wir ein BIP-Wachstum gesehen im Jahr 2019 von 4,8%. So, das heißt, wir haben Länder mit einer niedrigeren Schuldenquote. Wir sehen Länder, die ein stärkeres Wachstum gesehen haben. Und in dieser Zone gibt es auch durchaus Länder, die nicht so stark von der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen sind und die jetzt auch schon eine stärkere Erholung sehen. Hinzu kommt es, dass man in den letzten Monaten gesehen hat, dass Großmacht China schon wieder eine expansive Wirtschaft hat mit Wachstumszahlen, die teilweise sogar oberhalb der Zahlen aus dem Jahr 2019 liegen. Zum Beispiel die Industrieproduktion von plus 6%. Jetzt muss man sich, hatte das jemand auch in den Kommentaren geschrieben gehabt, kann man eigentlich diesen Zahlen glauben? Es ist sogar so, dass es ja selbst der chinesischen Regierung und der Zentralpartei ein Dorn im Auge ist, weil einzelne Regionen Zahlen posten, die Wachstum nur vortäuschen, damit nämlich die Politiker in dieser Region in China gut dastehen. Deswegen ist es richtig, vorsichtig mit den Zahlen zu sein, und doch
gibt es dann eine eindeutige Tendenz, was China angeht. Der Grund, warum ich das sage, ist, diese Länder aus dem asiatisch-pazifischen Raum haben ja durchaus eine sehr enge Beziehung mit China und deswegen sehen sie jetzt auch aktuell bessere BIP-Wachstumszahlen im Vergleich zum Rest der Welt. So, und jetzt kommt noch das Nächste dazu. Nicht nur, dass diese Länder eine niedrige Schuldenquote haben, nicht nur, dass sie zuletzt gut gewachsen sind, nicht nur, dass sie teilweise von BIP nicht so stark betroffen sind, sondern wir sehen auch, dass sie mit China sehr guten Handel betreiben können. Plus, man geht davon aus, dass sehr viel Kapital immer noch an der Seitenlinie ist seit der Covid-19-Pandemie. So, wenn man sich klar macht, dass wir in den USA durchaus Aktienmärkte gesehen haben, die sehr stark nach oben gegangen sind, auf der einen Seite, und dass Wachstumstitel sehr teuer sind und die Fed, ich habe das an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, immer wieder sagt, hey, kommt nicht zu uns, nicht in den Dollar, weg vom Dollar, rein ins spekulative Geld. Dann ist es so, dass der asiatische Raum mehrere Vorteile bietet. Wenn man sich die Emerging Markets anschaut und die Volatilität der Emerging Markets anschaut, dann ist es so, dass der asiatische Raum deutlich weniger volatil ist im Vergleich zum Beispiel zum afrikanischen Raum oder zum südamerikanischen Raum oder auch zum mittleren oder vorderasiatischen Raum oder auch verglichen mit den Aktien in Russland. Diese niedrige Volatilität ist positiv und macht es interessant für Investoren. Dann ist es so, dass die Länder, die Zentralbanken in diesen Ländern immer noch Zinsraten haben von 2%, teilweise 3%, teilweise 4%. Ja, sie haben auch viel höhere Inflationsraten. Das heißt, für Investoren ist es auch interessant, durch Carry Trades Geld aus dem Dollar in diese Länder zu bringen, weil es einen positiven Zinseffekt hat. Und wir sehen, dass sowohl die Fed darauf achtet, dass der Dollar richtig schwach bleibt und gleichzeitig Marktteilnehmer, unter anderem Goldman Sachs, davon ausgehen, dass bis in das Jahr 2025 die Fed die Zinsen nicht anheben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Dezember die EZB auch noch anfängt, den Euro nochmal massiv runterzubringen mit zusätzlichen Stimulusmaßnahmen, weil sie sehen, der Euro steigt immer weiter gegenüber dem Dollar, ist zusätzlich groß. Das heißt, auch Investoren aus dem europäischen Raum haben Interesse, Gelder eher aus der Eurozone in andere Währungen zu bringen. Plus, wir sehen, Technologie ist gefragt. Allerdings, Europa ist nicht der klassische Technologieraum. Das muss man leider Gottes sagen. Auch Afrika oder Südamerika ist nicht der klassische Technologieraum. Wir sehen das in den USA und wir sehen das in Asien. Und wenn man sich die Aktien im asiatischen Raum anschaut, dann sind sie nicht so stark nach oben gegangen im Vergleich zu den USA. Erstens. Zweitens, es ist so, wenn man davon ausgeht, dass im nächsten Jahr die Weltwirtschaft expansiv ist, dann gibt es sehr viele zyklische Unternehmen, gerade in dieser Region, die davon profitieren könnten. Darum ist es so, die hohen Schulden der Schwellenländer sind aus unserer Sicht durchaus sehr gefährlich. Die Tatsache, dass die Fed die Raten sehr niedrig lässt, dass EZB die Raten sehr niedrig lässt, sorgt dafür, dass diese Länder in den kommenden Jahren, und da spreche ich jetzt von den afrikanischen Ländern und den Ländern in Südamerika, sich sehr günstig wieder refinanzieren können. Ob das aber dazu führen wird, dass diese Länder ihre großen Kredite abbauen oder eher dazu führen wird, dass diese Blase noch größer wird, kann man Stand heute nicht beantworten. Wir glauben aber, dass diese Blase eher dann unter Druck gerät, wenn wieder steigende Zinsen zu sehen sind. Wenn wir dann aber in den asiatischen Raum schauen, dann glauben wir, dass der asiatische Raum durchaus das Potenzial hat, Europa outzuperformen und vielleicht sogar auch den amerikanischen Raum. Jetzt gilt es dort natürlich zu schauen. Also natürlich China und die Länder drumherum haben durchaus das Potenzial. Ich muss auch dazu sagen, wir haben bereits schon vor Monaten angefangen, in den asiatischen Raum zu investieren und sehen sogar in bestimmten Regionen des asiatischen Raumes, auch außerhalb des asiatisch-pazifischen Raumes, weiteres Wachstumspotenzial. Zum Beispiel haben wir uns angeschaut, welche Länder haben eigentlich besonders positiv reagiert, und damit meine ich die Indizes der Länder,
als die Nachricht der Covid-19-Impfung rausgekommen ist. Und das zeigt nämlich, diese Länder werden im Falle einer Erholung überproportional vom Wachstum profitieren. Das ist auch etwas, was wir für unser Portfolio umsetzen. Bedeutet, ich glaube, dass viele Kleinanleger, die in Aktien investieren, das ist meine Meinung, den Fehler machen und nur entweder in der Eurozone sind oder im nordamerikanischen Raum, im Euro und im Dollar. Und das sind die Währungen, die eher abwerten werden, die nicht besonders stark Wachstum sehen werden. Und wir sehen in den USA sehr hohe Verschuldung und in Europa auch wachsende Verschuldungen. Deswegen ist es so, dass wir für uns selbst immer mehr im asiatischen Raum aktiv werden mit der genannten niedrigen Volatilität, mit dem Technologiesektor, mit den zyklischen Gütern, die davon profitieren können. Und deswegen, ja, wir glauben, die Blase in den Schwellenländern hält an. Die niedrigen Kurse beim Dollar werden den Schwellenländern helfen. Die großen Profiteure aus unserer Sicht werden die asiatischen Länder sein. Können wir uns auch gerne gleich nochmal im Chart angucken. Und deswegen, wenn ihr sagt, ich interessiere mich dafür, mein Geld zu diversifizieren, ich interessiere mich dafür, auch in anderen Regionen zu investieren und ich sehe, dass Europa nicht so starkes Wachstum sehen wird und Asien immer interessanter wird, dann lade ich Sie herzlich ein, unser Performance Depot nur noch bis Black Friday mit dem Einführungspreis und wir tätigen aktuell wieder Investitionen und sehen das Potenzial, dass die Jahresendrallye startet und das Jahr 2021 weiter steigende Kurse mit sich bringen wird, sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Und jetzt schauen wir uns ein paar Charts an. Wenn wir uns den Shanghai Composite anschauen und wir schauen hier auf den Wochenchart, das heißt, wir sehen hier einmal die Blase von 2007, dann der Absturz 2008, extrem starker Absturz. Der chinesische Index ist ja auch finanzlastig. Und dann gab es ja dann nochmal diese Blase 2014 in China, was ja nochmal zu einem Ausverkauf geführt hat. Und dann muss man sagen, sehen wir aus meiner Sicht eine ziemlich große und breite Bodenbildung. So, zweifelsohne ist diese horizontale Marke, schaut mal, die war ja auch schon im Jahr 2010 Widerstand und dann war es nochmal 2015 Widerstand, ein bisschen höher ist die 3,6, hier war die Marke im Bereich von 3,4. Das heißt, auch das zweifelsohne, große und starke und übergeordnete horizontale Widerstandszone. So, diese Widerstandszone ist natürlich noch nicht rausgenommen worden. Allerdings sehen wir Folgendes. Zuletzt tief, hoch, Ausverkauf und das Tief vom Corona hat ein höheres Tief gebildet als im Dezember 2018. Und man darf bitte nicht vergessen, dass China natürlich von Handelskrieg extrem stark betroffen ist. Und das, was wir sehen, ist Anstieg, Rückwärtsgang oder nochmal Anstieg. Und dann gibt es hier diese sehr, sehr starke bullische Konsolidierung am Unterrand dieser großen Widerstandszone. Und die Tatsache, schaut mal, der Markt kommt hier in den Widerstand, wird sofort abverkauft. Der Markt kommt hier in den Widerstand, wird sofort abverkauft. Auch hier relativ schneller Abverkauf. Und hier setzen sich gerade die Bullen an diese Widerstandszone fest. Und das zeigt uns, dass der Markt hier gerade deutlich mehr Stärke zeigt. Es gibt eine abwärtsgerichtete Trendlinie. Ich bin nicht so der Freund, der das hier als abwärtsgerichtete Linie zeichnen möchte. Wir müssen es so machen. Oberhalb der 3500 als spekulative Marke und als konservative Marke oberhalb der 3700 ist aus unserer Sicht in China ein neuer Zyklus entstanden. Und aus technischer Sicht muss man sagen, das, was der Markt von hier unten bis hier oben macht, das hat er an Potenzial da oben drauf zu setzen. Das sind hier 1000 Dollar Bewegung und wenn man das also so nimmt, 1000 Punkte Bewegung da drauf setzt, dann wäre das Ziel im Bereich von 4,6 bis 4700 Punkten. China als Indikator zeigt mit dem Shanghai Composite Index, dass sie unmittelbar und kurz vor einer Ausbruchsbewegung sind.
Der Nikkei aus Japan, und ja, Japan ist A, kein Schwellenland, und B, hat Japan eine extrem hohe Staatsverschuldung von über 200%. Wir sehen trotzdem aus technischer Sicht Folgendes, und da geht es mir jetzt um den asiatisch-pazifischen Raum. Das ist eine breite Bodenbildung. Das ist aus meiner Sicht eine Schulterformation. Das ist alles der Kopf und das ist die nächste Schulter. Und hier sehen wir, dass diese horizontale Marke rausgenommen wird. Bei 27.000 ist eine horizontale Marke und von dieser gesamten Abwärtswelle die 61er Fibo-Marke. Ist nicht zu unterschätzen. Wir sehen aus technischer Sicht etwas anderes, was wir für deutlich wichtiger halten. Wir sehen aus unserer Sicht, dass Japan praktisch hier schon den Weg vorgibt. Also breite Bodenbildung zwischen 96 und 2007 mit dem Ausbruch, einmal kurz Covid-19-Einbruch, aber nächste Konsolidierung und nächste Bewegung. Japan hat Widerstandszone horizontal, der Nikkei bei 27.000. Das hier ist eine große Bodenbildung. Wir sehen auch, dass Japan das Potenzial hat, in der Folge im nächsten Jahr in Richtung 30.000, 31.000 Punkten zu laufen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, unseren Kanal zu abonnieren und sehr gerne auch Kommentare zu hinterlassen. Gehabt euch wohl.